Ich bin mal gespannt, was jetzt kommt. Also, wie das jetzt hier wird. So, wir haben volle Leistung hier, volle Leben. Na dann. Und 192 Geo. Lol. Ach so, das. Das ist deutlich einfacher mit dem Ding. Das konnte ich nämlich gar nicht. Lol, das war's? Oh, krass. Platzt du? Oh Gott, du platzt. Ach ja, klar! Oh Gott, jetzt werde ich hieran sterben, oder was? Aber gut, das macht auch natürlich Sinn, wenn das die Mutter war, dann... Kamehameha. So, dann ist hier und... Oh, sehr gut, Sebastian. Sehr gut, ey. Du bist ein König. So, wen haben wir denn hier? Das sieht voll geil aus mit ihrem komischen Ärmchen da. Auch noch ein Haus. Ah, okay, jetzt sind wir hier vor dem Eingang. Alles klar. Ja, wen haben wir denn hier? Freund, wer bist du denn? Oh, Tayo. Oro, du Tölpel. Du führst deinen Nagel wie eine Keule. Esmi, wie viel tiefer müssen wir gehen? Oh. Der ist voll drauf. Was, wer bist du? Verstehe, dieses alte Dorf. Was für ein eigenartiger Traum mich hier hinuntergeführt hat. Wenn du mich nicht gefunden hättest, wäre ich wohl nie erwacht. Ich bin Slee von mir aus. Normalerweise führe ich ein eintöniges Leben oben in Mistmund. Die Luft in diesen Ruinen bekommt mir nicht. Also mache ich mich besser auf den Rückweg. Yo, wenn du wieder oben bist, komm ich besuchen. Ich bin wahrscheinlich der freundlichste Genosse da oben und ich will mich... noch richtig bei dir bedanken. Oha, vielleicht hat der was Cooles. Wir müssen als nächstes nach oben. Erforscht diesen Ort? Sehr mutig. Viele mutige Wanderer sind diesen alten Höhlen schon zum Opfer gefallen. Aber du hast deinen Nagel. Und ich kann sehen, dass du ihn zu führen weißt. Ja, beste Waffe ever. Erforscht diesen Ort, der Motor, ja, alles klar. Ja, alles klar. Ich wollte jetzt eigentlich hier unten gucken, aber dann gehen wir erst nach oben. Oh, das ist wieder einer traurig. Verdammt. Okay, der ist vielleicht nicht traurig, der ist auch nur bekifft. Alter, wer bist du denn? Eine Wahrsagerin oder was? Oder bist du ein Blubberbaden hier? Oh, du hast mich überrascht. Hallo, hallo. Komm rein, Schätzchen. Komm rein und fühl dich wie zu Hause. Ich bin Salubra, Talisman-Liebhaberin, alles klar. Komischen Fetisch. Und das hier ist mein gemütlicher kleiner Talismanladen. Haben die Stadtbewohner gesagt, du sollst zu mir kommen? Hm, ja. Das hier ist ein reizendes kleines Dorf, nicht wahr? Warm und vertraut und voller Leben. Hm, du bist auch fertig im Kopf, bist du. Hm, worüber sprachen wir doch gleich? Ach ja, Talismane. Wie ich sehe, hast du bereits deine eigenen Sammlungen begonnen. Sehr schön. Ich zeige dir ein paar von meinen und wenn du willst, kannst du einen mit nach Hause nehmen. Ach, die kosten ja fast nix. Schnapper. Lebensloot. Herz.
Lebensblut, Herz, mein Gott. Lebensblut getrunken, Tabu, Lebensblut durchströmt, Talisman, der körperlich verbessert, okay. Die Langnadel, dieser Nagel, den du trägst, ist hinreißend, aber du. Okay, verlängert die Waffe. Stabiler Körper, ich liebe die Gestell. Oh, alles klar. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Wo bist du? Ah, hier kann man Talisman Sockel kaufen, oder was? Oh, das ist gut. Das ist gut. Dann kann man sich. Dann braucht man sich nicht entscheiden. Lebensblut fände ich ganz gut. Für den Anfang. Ja, und dann kann man sich hier bei der. Aha, okay. Jetzt ist mir alles klar. Vater, die ist ganz schön fällig, die gute Frau. Jetzt weiß ich auch, warum hier direkt die Bank steht, weil nur auf der Bank kann man ja diese Talismane wechseln. Du bist weg. Also bislang kann ich jedem empfehlen, mal das Spiel auszuprobieren. Beim Ausruhen erhält der Träger ein Lebensblut. Okay. Ah, okay. Cool. Ja, dann würde ich mal sagen, geht's wieder zurück, ne? Wie komme ich denn da wieder hoch? Ach ja, da hinten rum. Ach, verarscht. Einfach so. Ja, dann zurück in die Oberfläche. Boah, da habe ich Glück gehabt. Ein wenig. Meine Stirn macht schon wieder langsam Abgang. Oh, da muss ich gar nicht hoch. Der war gut. Hoch da. Nach links, wenn es geht. Jetzt weiß ich, das ist gar keine Welle, das ist dieser blöde Hornkäfer. Gut. Und weg ist er wieder. Ah, das lädt also alles auf. Reisen nach. Reisen, habe ich gesagt. Mistmund. Und dann gucken wir, ob sich vielleicht schon was hier an der, na, Seilbahn getan hat. Ja, so heißt das Ding. So, dann schau, ah, da ist es ja schon. Hallo. Hallo, ich wusste, wir würden uns wieder begegnen. Wie gefällt dir mein gemütlicher kleiner Laden? Ich habe es mir hier ziemlich bequem gemacht und verkaufe alte Schmuckstücke an Reisende wie dich. Solltest du vorhaben, nach unten zu reisen, habe ich einige Gegenstände, die deine Überlebenschancen erhöhen könnten. Maskenscherbe, alles klar, die ist allerdings nur ein Bruchstück von etwas größerem. Vielleicht kannst du trotzdem. Okay. Gefäßteil, ein Stück von dem Seelengefäß. Du weißt schon, die scheußlichen Kugeldinger. Okay, das ist. Du hast gesagt, du hast was für mich als kleine Gegenleistung, ja, und nicht, dass du mir hier das Geld aus der Tasche ziehst. Was allerlei Schlösser, was nützt. Wenn man gern an Orten herumschnüffelt, denen man nichts sucht. Ah, geil, das wäre also für dieses eine Tor bestimmt. Geoschwarm? Ertappst du dich dabei, dass du viel Geo liegen lässt? Oh. Alles klar, ist also so ein bisschen magnetisch. Ranziges Ei, jawohl. Ich habe es hier unter dem Landtisch gefunden, in deine Kreatur muss es dort gelegt haben.
Ruin festgesessen habe. Ich nehme an, du könntest es kaufen. Ich werde den sauren Geruch nicht vermissen. Luma-Fliegenlaterne, wichtig. Aha, da kriegen wir ein Licht ins Dunkel. Robuster Panzer. Okay, alles klar. Hat sich also nicht so wirklich gelohnt, hier hochzukommen. Ach, Gala. Im Tono. Weißt du, was wir waren, was du weißt? Keine Konkurrenz, das ist das Problem. Das ist nicht gut für die Wirtschaft, aber er beschwert sich natürlich nicht. Ja, dann auf zur Seilbahn. Auf geht's, ab geht's, zur Seilbahn und hinfort. Boah, ich muss das auch noch schneiden, ne? Fällt mir gerade auf. Ich bin jetzt schon 4 Stunden 16 damit zugange. Olle! Runter. Genau, und weiter runter. Ja, hier brauchen wir nämlich diese Laterne für. Ja, das war schon mal nichts. Alles klar, hier komme ich nicht hoch. Aber das war schon mal die halbe Miete mit diesem Boost-Sprung. Dran vorbeigefallen. Oh Gott, ey. So, jetzt aber. Oh Gott. Verzeihung. Ja, gut. Okay, das geht wohl noch nicht. Tja, na dann. Würde ich sagen. Gehen wir mal zu dem Ding gucken. Ob das jetzt mittlerweile wieder aufgeht. Also mittlerweile habe ich das eigentliche Prinzip verstanden. Man muss halt gucken, okay, was ist hier passiert? Wieso ist es so, wie es ist?
Finde ich auch sehr, sehr cool. Sehr stimmig. Also die Entwickler haben das auf jeden Fall sehr gut durchdacht. Ey, also hier scheiden sich echt die Geister. Komm hier lang. Ein bisschen was einsammeln hier. Noch ein bisschen. Und weiter geht's. Ein bisschen hochheilen. Okay, nach oben geht's also nicht. Vielleicht werden wir irgendwann den Doppelsprung beherrschen. Weiß man nicht. Gut. Ah! Ha! So. Runter hier. Okay, das geht auch noch nicht. Naja, gut. Was bist du denn? Pilzöde. Oh, lol. Geil. Cooles Vieh. Geiles Teil, auf jeden Fall. Ja, dann müssen wir jetzt hier wieder... Verdammt. Ich treffe ganz schön häufig. So, da unten ist ausgeschildert zur nächsten Stadt. Bin mal gespannt, was uns da erwarten wird. Okay, der ist auch One-Hit, gut zu wissen. Das Wasser kocht, deswegen können wir da bestimmt nicht rein. Okay. Achso, man kommt hier auch einfach nur ganz normal hin. Ach ja, hier ist ja keine Karte verfügbar.
und man sieht halt überall die Abenteurer.